Assalamu alaikum, liebe Brüder. Ihr fragt euch jetzt sicherlich, warum filmen wir jetzt vom Auto? Und zwar, nach 2 Jahren, Bruder, steht das Ijtimaa wieder vor der Tür. Wir beide haben uns dann gedacht, ja, wieso machen wir uns nicht einfach auf den Weg und schauen mal, was jetzt 2, 3 Tage vor dem Ijtimaa, wie das Ijtimaa-Gelände so aussieht, was da alles gerade passiert, mit wie viel Elan auch die Brüder beim Wakademel dabei sind. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt los, oder? Jawohl, aber bevor wir überhaupt anfangen, ich habe noch etwas Frühstück besorgt. Oh, perfekt. Perfekt. Immer noch gerne, mein Bruder. Ich habe mir gedacht, du magst ja so gerne Croissants. Oh, ja, perfekt. Bruder, ich zeige euch mal hier, wir haben ein bisschen was. Ey, Bruder, der ist aber angewiesen. Ich glaube, das ist nicht meiner. Das kann sein, dass ich das vielleicht verwechselt habe. Ah ja, genau, hier ist dein Schokobrötchen. Perfekt, vielen Dank. Dein Croissant müsste wahrscheinlich auch drin sein. Aber erstmal frühstücken wir jetzt und dann nehmen wir euch mit. Und dann schauen wir mal, was hier alles läuft, wie das Wakademel läuft und was das alles geben wird auf dem Ijtimaa. So, meine Brüder, wir sind jetzt hier beim Ijtimaa angekommen, bei der PSD Bank Arena. Wir nehmen euch jetzt einfach mal mit, zeigen euch hier, wie die Arbeiten laufen, was hier alles gerade geschieht. Und die Autofahrer unter euch, die fragen sich jetzt natürlich, wo kann man denn hier parken? Das ist natürlich die erste Frage, ja, genau, die denen in den Sinn kommt. Und zwar hat die Khudamlem dir hier natürlich auch für Parkplätze gesorgt, aber ein Geheimtipp von uns: Hier findet auch eine andere Veranstaltung parallel statt und natürlich werden die Parkplätze dann belegt sein. Dafür hat die Khudamul Ahmadiyya ein Parkhaus organisiert, wo man ganz leicht ein Parkticket ziehen kann, was natürlich auch kostengünstig ist. Ja. 1 Euro, glaube ich. Genau, das kostet nur 1 Euro, nicht so teuer wie sonst alle anderen Parkhäuser. Genau, nicht wie die anderen Parkhäuser. Und von da aus haben wir eine Transportmöglichkeit organisiert. Man kann aber auch laufen, da es nicht so weit weg. Genau, da es nicht so weit weg entfernt ist. Was auch noch ganz wichtig ist, sind die Corona-Regelungen. Weil das ist eine Stimme, was jetzt unter Corona-Regelungen stattfindet. Mahed, was sind denn die genauen Regelungen? Wie ihr wisst, findet das Ijtimaa in der Pandemiezeit statt. Also müssen wir uns alle an den Regeln halten, an den Corona-bedingten Regeln. Und nicht nur an diesen Regeln, sondern auch an den Regeln der Schubert-Rbiert und der Disziplin. Wir befinden uns gerade jetzt hier ungefähr in der Höhe des Haupteingangs. Und hier solltet ihr schon euer Impfausweis bereithalten. Damit es einen schnelleren Ablauf gibt, für einen flüssigen Ablauf, solltet ihr auch bitte einen negativen Corona-Schnelltest mit dabei haben. Pünktlichkeit wird auf dem Ijtimaa groß geschrieben. Pünktlichkeit ist hier das A und O. Ja. Ich weiß, der eine von euch kommt von Bayern, der andere von Hamburg, der andere vielleicht aus NRW sogar. Aber genau weil wir diese schöne brüderliche Atmosphäre hier etablieren wollen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir alle pünktlich hier um 9 Uhr erscheinen, damit wir natürlich auch pünktlich beim Mulaqat vor Hasur Aqdas sitzen können. Natürlich auch eine schwierige Aufgabe, dieses Mulaqat überhaupt auf die Beine zu stellen. Und dafür ist viel Arbeit gefragt und viel Koordination. Man muss gucken, ob der Abstand eingehalten wird, welcher Bruder wo ungefähr sitzt, also wie man das alles, platziert, genau. Und auch viele arbeiten hinter den Kulissen deswegen, damit man halt eben das beste Erlebnis vom Mulaqat geben kann. Wer sich von euch noch nicht für das Ijtimaa angemeldet hat, der soll sich sofort bei ijtimaa.de anmelden. Denn es kann natürlich sein, dass es begrenzte Plätze für das Ijtimaa gibt. Und dann zählt natürlich das Motto First Come, First Serve. Und derjenige, der zuerst kommt, mal zuerst natürlich. Gerade befinden wir uns auf dem Hauptkunstrasenplatz der PSD Bank Arena. Und das wird unser Ijtimaa sein. Das Open Air Ijtimaa. Ah, danke, das ganz besonders. Genau, danke Zasa für die wichtige Verbesserung, denn auf diesem Open Air Ijtimaa wird das Mulaqat mit Hasur Aqdas inshallah stattfinden und die Khudamlem Ahmadiyya hat alhamdulillah diese segensreiche Möglichkeit bekommen, auf diesem Ijtimaa nicht nur ein, sondern 2 Mulaqate für Schüler und Studenten. Genau, die präferiert werden für Schüler und einmal für Studenten. Alhamdulillah, es ist nicht nur so, dass wenn es zu heiß ist und man nicht draußen sitzen kann oder wenn es regnen sollte, wir haben auch alhamdulillah die Möglichkeit, dass man auch reingehen kann in das Stadion. Wir begeben uns jetzt zur Nebenbühne und auf der Nebenbühne wird eine spezielle Sitzung mit dem Bundesvorsitzenden der Jamaat National Emir Sahib stattfinden. Danach werden wir einen Podiumstalk haben, wo es um das islamische Eheleben und um die Partnerwahl geht. Danach werden wir einen sehr besonderen Podiumstalk haben über die Reform der Herzen, wie die Sahaba, wie die Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach ihrem Treuegelübde, nach ihrem Bet sich
charakterlich verändert haben. Und das ist wirklich ein sehr spannendes Thema und ich gehe stark davon aus, dass es die Koranbrüder so fesseln wird, weil selbst sogar Hasud fast jeden Freitag, also mittlerweile in der Freitagssprache, immer ein neues Thema präsentiert und immer von den Sahaba berichtet und diesen spirituellen Geist und das Feuer, was in ihnen brennt für den Islam, für Allah Ta'ala. Solche Sachen, die sind so fesselnd und so vorbildlich für uns Brüder vor allem. Und auf jeden Fall, das sollte man gar nicht verpassen. Danach könnt ihr, meine lieben Khudam-Brüder, eure Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch lyrisch zum Ausdruck bringen in Form von einem Gedicht beim Poetry Slam. Dieser wird auf Urdu oder auf Deutsch stattfinden. Dafür müsst ihr einfach ein Gedicht schreiben und ihn einsenden. So, wie ihr wisst, meine lieben Brüder, leider fand dieses Jahr keine Ijtema statt, gar keine regionale Ijtema statt, keine Ijtema auf der Majlis-Ebene. Aber dennoch, auf dieses Ijtema könnt ihr immer noch teilnehmen. Und zwar ihr könnt eure Videoqualifikation senden an die Khudam Nemdia von verschiedenen Wissenswettbewerben, wie zum Beispiel Husnigrad, von der Saar. Hey, Mann, desinfizieren nicht vergessen. Oh, perfekt, der Sakala, Bruder. Wo sind wir stehen geblieben? Und zwar an den Wissenswettbewerben. Und die 15 besten Teilnehmer Deutschlands kommen dann zum Ijtema für die Finalrunde auf dem Ijtema. Wie sieht es mit den Sportwettbewerben aus? Viele Fußballer hatten mich auch schon gefragt, ja, hey Bruder, wie sieht's aus? Findet diesmal Fußball statt oder nicht? Ich kann euch sagen, Fußball findet auf jeden Fall statt. Und es wird natürlich auch viele weitere Sportarten geben. Wenn ihr also bei diesen ganzen Sportwettbewerben mitmachen wollt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch sofort bei eurem Regionalguide oder bei eurem Guide-Majlis meldet. Denn auch bei den Sportwettbewerben sind Corona-bedingt die Plätze begrenzt. Das heißt, je schneller ihr seid, desto eher bekommt ihr einen Platz in der Mannschaft. Liebe Brüder, es wird auch das Feature-Programm hier geben. Wie ich schon vorher erwähnt hatte, ist das Thema auf diesem Ijtema das Ishq-e Rasul. Genau. Ishq-e Rasul, die Liebe zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazur Ayyadullah Ta'ala bin Aziz hat mehrmals schon erwähnt, dass wir im Drutschrif verweilen sollen, dass wir mehr auf unser Drutschrif uns konzentrieren sollen, dass wir kollektiv als Gemeinschaft, dass alle Khudam-Brüder gemeinsam das Drutschrif rezitieren, für sich ihre Minuten im Drutschrif verbringen. Außerdem kennt ihr bestimmt auch das Hadith, wo der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass jede Dua, die ohne Drutschrif gesprochen wird, dass sie zwischen Erde und zwischen Himmel feststeckt. Dass sie nicht dort weiterkommt, dass sie die Allah Ta'ala nicht erreicht. Genau deswegen sollten wir uns auf das Drutschrif konzentrieren. Und auch der verheißene Messias, alayhi salatu wasalam, hat schon sehr, sehr oft erwähnt, dass er seinen Status nur allein durch die Liebe zu seinem Meister, zum heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, erlangt hat. Deswegen, liebe Brüder, haben wir hier eine Ausstellung vorbereitet, die über das ganze Ijtemaga verteilt sein wird, wo über das Ishq-e Rasul geredet wird, wo das Ishq-e Rasul besprochen wird und wo ihr natürlich auch eure Fragen stellen könnt zu diesem Thema. Die Arbeit, die die Khudam-Brüder in der Pandemiezeit geleistet haben, insbesondere das Ritme Tachalik, die Tabligh-Projekte, die Tabligh-Arbeiten und die Majlis Khudam Lehmediyya-Projekte, wie zum Beispiel zuletzt die Flutkatastrophenhilfe. All diese Sachen werden hier nochmal zur Vergegenwärtigung und zur gegenseitigen Motivation auch ausgehängt sein. Atasasab, was sagt der Islam dazu, zu dieser Nächstenliebe, zu dieser Bereitschaft Bereitschaftsdienst an der Menschheit, dieses Helfen, gegenseitige Helfen? Was sagt der Islam dazu? Der Islam legt sehr, sehr viel Wert auf Nächstenliebe. Es heißt auch in einem Hadith, dass man so lange nicht glaubt, bis man sich für seinen Bruder, bis man sich für seinen Nächsten nicht das wünscht, was man für sich selber wünscht. Genau, und ich denke, aus diesem Hadith wird ganz klar ersichtlich, dass wir bei solchen Katastrophen an vorderster Front stehen müssen und den Menschen natürlich dort auch direkt helfen müssen und mit anpacken. So, meine lieben Brüder, wir haben euch jetzt so viele Programme genannt und so viele Gründe, weshalb ihr auf dem Ijtema erscheinen sollt. Das Online-Mulakat mit Hazur Aqdis ist das segensreichste und wovon ihr am meisten profitieren könnt. Deswegen, meine lieben Brüder, wir sehen uns dann beim Ijtema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.